zu einem weiteren Video der Berufsschule 7. Ich habe heute mal etwas Nicht-Technisches mitgebracht, und zwar das Thema Netzplan. Der Grund ist ganz einfach der, dass das gerne in Abschlussprüfungen mal drankommt, also Grund genug für uns, darüber mal zu sprechen. Ich werde auch ein bisschen über das Gantt-Diagramm, den Gantt-Chart sprechen, aber wirklich nur minimal, um eben den Netzplan ein bisschen besser erläutern zu können. Aber wer den Netzplan kapiert hat, hat den Gantt-Plan oder das Gantt-Diagramm ganz locker drauf. Ja, der Netzplan ist dafür da, dass wir Projekte zeitlich planen können. Und ja, damit wir das uns an einem Beispiel anschauen können, brauchen wir irgendwie ein Projekt. Und ich habe mir Folgendes überlegt: Wir wollen irgendein Softwareprojekt machen, und am Anfang jedes Projektes steht das Design. Ja, und jetzt könnte man auf die Idee kommen, das irgendwie tabellarisch zum Beispiel festzuhalten. Das heißt, ich würde gerne eine Tabelle haben, wo ich jetzt die Bezeichnung des aktuellen Schrittes, des Projektschritts mir hinterlege, und dann vielleicht für eine bessere Übersicht machen wir noch eine ID mit rein. Und was brauchen wir noch? Wie viel Zeit brauche ich jetzt für diesen Schritt? Ja, Zeit. Normalerweise würde ich jetzt Zeit in Tagen oder in Stunden oder was auch immer wir hier antragen, reinschreiben. Und jetzt kommt noch was vielleicht auf den ersten Blick nicht Erwartbares: den notwendigen Vorgänger. Also welcher Schritt muss vorher erledigt sein, damit ich mit dem aktuellen überhaupt sinnvoll anfangen kann? Und natürlich, der allererste Schritt braucht keinen Vorgänger. Der allererste Schritt ist eben, wie wir gerade gesagt haben, die Designphase. Ja? Und den trage ich hier ein. Ich habe dem jetzt die ID A vergeben. Also das kann jetzt ein Buchstabe oder eine Zahl sein. Die Zeit, sagen wir mal 4 Tage, erwarte ich für diese Design- und Planungsphase. Und ich brauche keinen Vorgänger, weil das der erste Schritt ist. So, ja, jetzt geht's weiter. Gehen wir mal davon aus, wir sind in der Designphase zur Einsicht gekommen, dass wir neue Hardware brauchen. Also müssen wir irgendwie einen Server bestellen. Und da machen wir jetzt irgendeine Bestellung, und wir warten einfach, bis die Kiste eben bei uns auf dem Hof steht, und das wäre jetzt der Schritt Bestellungsserver. Dauert jetzt ein bisschen länger, Hardware zu beschaffen ist momentan relativ zeitintensiv. Also gehen wir mal davon aus, wir brauchen hier 18 Tage. Und jetzt habe ich hier eine Abhängigkeit zum Vorgänger, weil ich kann diesen Server erst dann bestellen, wenn ich eben weiß, was ich brauche. Und das heißt, ich muss erstmal durch die Planungs- und Designphase durch. Und deswegen steht hier in der Spalte Vorgänger auch hier der Schritt A, also die ID A davor, und das war die Designphase. Und das ist schlichtweg der Grund, warum wir hier auch IDs vergeben, damit eben diese Vorgängernotation eindeutiger und einfacher ist. So, dann geht es weiter. Wir wollen irgendwann, wenn der Server angekommen ist, ihn auspacken und aufbauen. Dann brauchen wir dann 2 Tage dafür. Und da haben wir jetzt einen neuen Vorgänger, eben B, weil erst wenn der Server eben da ist, können wir ihn auspacken, logischerweise. Dann haben wir einen weiteren Strang, und zwar den Entwicklungsstrang. Da können wir jetzt anfangen mit Aufbau der Datenbank, während der Server gerade bestellt wird. Das heißt, es ist unabhängig von der Serverbestellung, und wir können eben das Datenbankdesign, die ganzen Installationsskripte schon mal bauen, und da gehen wir jetzt davon aus, dass das Ganze 3 Tage dauert. Und auch hier habe ich den gleichen Vorgänger wie die Bestellung des Servers, nämlich die Designphase muss beendet sein. Wenn ich mit der Datenbank fertig bin, dann setze ich mich ans Backend. Gut, könnte man parallelisieren, aber gehen wir mal davon aus, in unserem Projekt ist es nicht möglich. Also haben wir hier die Entwicklung der Backend-Software 10 Tage, und der Vorgänger ist, dass die Datenbank fertig ist. Dann haben wir einen weiteren Strang. Die Testcases kann man schon parallel zur Entwicklung erstellen, und das hat jetzt quasi wieder den Vorgänger A. Und 4 Tage brauchen wir dafür, und wenn die Testcases fertig sind, dann können wir die Testdaten realisieren, können unsere Insert-Skripte für die technischen und für die künstlichen Datenstrukturen herstellen, wie auch immer wir das machen. So, wenn jetzt die Entwicklung fertig ist und die Testdaten fertig sind, dann kann ich eigentlich schon mit dem Testen anfangen. Auf irgendeinem Testserver, da brauchen wir noch nicht den Produktivserver, das heißt, wir können jetzt den Test durchführen. Und dieser Test hat jetzt 2 notwendige Vorausläufe, also notwendige Aktionen, die abgeschlossen werden müssen, damit ich mit dem Test überhaupt anfangen kann, nämlich E, das wäre die Fertigstellung der Backend-Software, und G für die Fertigstellung der
Testdaten. Da haben wir diese beiden Abhängigkeiten hier. Ja, und zu guter Letzt, wenn alles fertig ist, mache ich den Rollout, sprich ich schiebe das vom Testserver auf den Produktivserver und schalte den ganzen Kram frei. Und das Ganze dauert einen Tag und damit wäre unser Projekt beendet. So sieht das Projekt jetzt aus. Jetzt ist es so, dass wir jetzt eigentlich sagen könnten, ja, jetzt haben wir eigentlich alle Informationen, die wir brauchen, aber wenn man ehrlich ist, das unten ist für ein technisches Dokument viel zu bunt, da brauchen wir was anderes, damit wir das sinnvoll darstellen können. Und hier kommt jetzt der Vorgangsknoten ins Spiel. Der Vorgangsknoten ist ein Element des Netzplans, das zentrale Element. Das sieht mal so aus. Ich habe mich jetzt einfach an der letzten IHK-Prüfung orientiert, von der Notation her. In den Büchern findet man andere auch, aber die einzelnen Elemente sind eigentlich immer die gleichen. Gehen wir sie mal durch. Wir haben als allererstes mal die Bezeichnung, die aber nicht zwingend notwendig ist. Für die eigentliche Netzplanung reicht eigentlich die ID. Ich habe trotzdem die Bezeichnung hier mal reingepackt, weil in den meisten, muss man sagen, in den meisten Netzplänen ist die Bezeichnung tatsächlich auch vorhanden. So, die ID muss eindeutig sein, Zahl oder Buchstabe, manche Projekte haben hier eigene Namenskonventionen. Ich mache es jetzt einfach mal so, dass ich eben, wie man vorhin gesehen hat, alle Buchstaben von A bis I hier verwende. Dann gibt es die Dauer des Vorgangs, ja, also Stunden oder Tage meistens, und den trage ich hier ein. Dann haben wir eine weitere Information, nämlich den Gesamtpuffer des einzelnen Vorgangsknotens. Und der Gesamtpuffer, das werden wir nachher uns ausrechnen, das werden wir noch etwas detaillierter sehen, ist der Puffer, den ich habe, ohne die Gesamtdauer des Projektes zu verändern. Ja? Und deswegen ist es eigentlich vielleicht eine ganz gute Eselsbrücke. Der Gesamtpuffer bezieht sich auf die Gesamtdauer des Projektes. Okay, dann gibt es noch einen Puffer, nämlich der freie Puffer. Und der freie Puffer bezieht sich jetzt nicht auf die Gesamtdauer, sondern auf den Folgevorgang. Und das ist auch vielleicht eine ganz gute Eselsbrücke. Freier Puffer bezieht sich auf den Folgevorgang. Details gucken wir uns dann an, wenn wir ihn berechnen. So, und jetzt kommen noch die Zeiten. Die werden meistens abgekürzt. Einmal die früheste Anfangszeit. Also was ist der allerfrüheste Zeitpunkt, bei dem ich mit diesem Schritt, mit diesem Vorgang beginnen kann? Ja? Und den gilt es dann später eben auszurechnen. Dann haben wir die früheste Endzeit. Also wenn ich mit der frühesten Anfangszeit beginne, wann ist dann frühestens dieser Schritt beendet? Früheste Endzeit. Dann gibt es die späteste Anfangszeit. Das heißt, wie lange kann ich maximal warten mit dem Beginn dieses Vorgangs, ohne dass sich die Endzeit verschiebt, ja, ohne dass mein Projekt sozusagen in Verzug am Ende gerät, dass mein Rollout-Termin gefährdet ist. Und in dem Zusammenhang gibt es dann auch die späteste Endzeit. Das wäre, wenn ich den allerspätestens Termin für den Beginn dieses einzelnen Schrittes wähle, wann werde ich dann eben entsprechend spätestens fertig. So, damit haben wir jetzt alle Elemente in unserem Vorgangsknoten kennengelernt. Und jetzt gilt es, diese Idee in unser Projekt einzubauen, also quasi unsere bunten Bildchen zu ersetzen mit diesen Vorgangsknoten. Dazu schmeißen wir jetzt mal die allgemeinen Informationen raus und packen das jetzt mal auf unseren ersten Schritt des Projektes. So, jetzt haben wir hier anstatt unseres Flipcharts, was eben diese Planung eben symbolisiert, unseren Vorgangsknoten. Und da packen wir jetzt einfach die ID A und Bezeichnung Design haben wir jetzt halt mal drin gelassen, tun uns dann später leichter beim Nachvollziehen. Und eben die Dauer dieses Schrittes, das ist die Zeit von 4 Tagen, haben wir jetzt hier drin. Und jetzt können wir alle anderen Elemente auch durch so einen Vorgangsknoten ersetzen und die Daten eintragen.
Eine Information aus der Tabelle haben wir jetzt in unseren Vorgangsknoten aber noch nicht abgebildet, nämlich die Information, was ist ein notwendiger Vorgänger, wie wir es in der letzten Spalte haben. Und wenn wir uns jetzt den Vorgang B, Bestellungsserver, ansehen, haben wir festgestellt, dass das Design ein notwendiger Vorgänger ist. So, und das machen wir eben mit so einem Pfeil. Und der zeigt natürlich von dem Vorgänger zum Nachfolger. Und die haben auch einen bestimmten Namen. Das sind Anordnungsbeziehungen. Und diese Art und Weise, die wir hier verwenden, ist die sogenannte Normalfolge. Und das heißt einfach, wenn in dem Fall der Schritt A beendet ist, dann muss nach dem Ende muss Schritt B folgen. Da gibt es noch ein paar andere, die jetzt irgendwelche ja, ganz besonderen Situationen abbilden, aber die sind für uns jetzt hier nicht notwendig. Also wir bleiben jetzt bei diesen ganz normalen Normalfolgen. So, dann geht es weiter. Wir haben jetzt hier beispielsweise von dem Schritt C als notwendigen Vorgänger den Schritt B und dann zeichnen wir den ein. Und die Datenbank hat den Schritt A als Vorgänger, das heißt A ist Vorgänger für B und D und dann später werden wir noch sehen für F. Und so können wir jetzt entsprechend alle einzeichnen. Bei dem Schritt H haben wir jetzt eine Besonderheit. Da haben wir einmal E als notwendigen Vorgänger, also den Test können wir erst dann machen, wenn die Backend-Software fertiggeschrieben wurde. Und zusätzlich noch, wenn die Testdaten fertig sind. Deswegen haben wir hier in der Tabelle zwei Vorgänge eingetragen und es führt einfach zu so einer Zusammenführung von zwei Pfaden zu einem Vorgangsknoten. Und das Gleiche haben wir hier bei dem Rollout, der den Aufbau Server und den Test als Vorgänger hat. So, jetzt haben wir im Prinzip die gesamte Information dieser Tabelle in unserem Netzplan hinterlegt und können streng genommen auf sie verzichten. Das heißt, die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, und jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt alle Informationen hier drin. Jetzt können wir theoretisch sagen, ja, sind wir fertig. Jetzt gibt es noch ein paar relevante Informationen, die wir aus diesen Daten errechnen können. Und damit wir uns hier ein bisschen leichter tun beim Verstehen, male ich jetzt oben ein weiteres Diagramm hin, das sogenannte Gantt-Diagramm. Das Gantt-Diagramm hat jetzt erstmal die gleichen Informationen, nämlich diese Abhängigkeiten, etwas anders dargestellt. Diese Pfeile, die müssen nicht zwingend sein, man sieht es häufiger auch ohne diese Pfeile, gerade wenn man jetzt mit Projektmanagement-Software wie MS Project als Beispiel arbeitet. Aber entscheidend ist, dass wir hier sehen, ja, die einzelnen Schritte sind da auch drin. Und der Vorteil des Gantt-Diagramms ist jetzt, dass wir die zeitlichen Abmessungen sehr viel schöner sehen als unten in unserem Netzplan. Beim Netzplan spielt die Lage des einzelnen Knotens überhaupt keine Rolle, nur die Pfeile, die sind entscheidend. Natürlich versucht man es einigermaßen sinnvoll anzuordnen im Netzplan, aber im Gantt-Diagramm muss man das entsprechend anordnen. Ein zweiter wichtiger Punkt, den man beim Gantt-Diagramm eintragen kann, ist das Datum. Also man macht gerne eben hier ein Startdatum rein. Der Projektmanagement-Profi nennt das dann auch das Kalendrieren, aber ist jetzt für uns hier an der Stelle erstmal uninteressant. Und was auch gerne gemacht wird im Gantt-Diagramm, es werden sogenannte Meilensteine eingetragen. Das sind dann so Rauten, die man da noch einträgt. Habe ich jetzt hier auch darauf verzichtet, weil es mir hier nur um den Zusammenhang des Gantt-Diagramms mit dem Netzplan geht und man beim Gantt einfach ein paar Sachen ganz schön sehen kann. So, gut, jetzt geht's weiter. Ich möchte jetzt die früheste Endzeit und die früheste Anfangszeit ermitteln. Und dazu gehe ich jetzt wie folgt vor. Ich schreibe jetzt hier die früheste Anfangszeit in den ersten Vorgangsknoten. Die ist immer 0. Ja, das ist ein Zeitpunkt, das ist keine Zeitspanne. Deswegen fangen wir bei 0 an, nicht bei 1, sondern bei 0. 0 ist der Anfangszeitpunkt, bei dem wir beginnen. Kann man sich auch ganz gut merken, beim Array fangen wir auch bei der 0 an. Ja, 0 ist hier der sinnvolle Wert für den allerersten Punkt. Und jetzt geht es darum, den frühesten Endzeitpunkt dieses Knotens zu bestimmen. Und das mache ich einfach, indem ich den frühesten Anfangszeitpunkt verwende
Und da hinzu addiere die Dauer, was ja logisch ist. Wann fange ich an? Plus die Dauer gibt mir die Endzeit. Und das ist in dem Fall 0 plus 4 ist gleich 4. Und jetzt kann ich hier weitermachen. Ich kann jetzt hier bei diesen einzelnen Folgeschritten die früheste Anfangszeit wieder ermitteln. Und das ist genau logischerweise die früheste Endzeit des Vorgängers. Also übernehme ich hier einfach diesen Wert. Ja, also die 4 trage ich jetzt hier auf meine Elemente ein. Das geht aber nur dann, wenn ich exakt einen Vorgänger habe. Ja, wenn ich exakt einen Vorgänger habe, ist die früheste Anfangszeit natürlich die Endzeit dieses Vorgängers. Ja, weil der hat nur einen und wenn der fertig ist, kann ich mit dem nächsten Schritt weitermachen. So, und jetzt kann ich wieder ganz normal meine früheste Endzeit berechnen, indem ich wieder die Dauer addiere. So, das kann jeder selber für sich selber immer überlegen. Wer will, kann immer kurz das Video anhalten und selber nachdenken, was er da hinschreiben würde. Jetzt geht's weiter. Wir wollen jetzt hier die früheste Anfangszeit von den nächsten Knoten hier ermitteln. Kurz nachdenken, was machen wir? Wir übernehmen einfach die Zahlen 1 zu 1. Jetzt die nächsten Schritte. Was machen wir hier? Wieder nachdenken, was passiert? Wir addieren den frühesten Anfangszeitpunkt und die Dauer der einzelnen Schritte und landen hier bei 22 plus 2 ist 24, 7 plus 10 ist 17, 8 plus 5 ist 13. Also relativ simpel. Jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Wir haben jetzt hier einen Schritt, den wir, der zwei Vorgänger hat. Ja, und hier sehen wir einmal die 13 und einmal die 17. Und es ist jetzt logisch, dass ich hier mit meinem Nachfolger die 17 übernehmen muss, weil wenn ich die 13 übernehme, ist der Backend-Software-Prozess ja noch gar nicht abgeschlossen. Also muss ich die höchste Zahl verwenden. Also für den Wert nehmen wir die höchste Zahl. Und das wäre in dem Fall jetzt die 17. Ja? Also bei mehr Vorgängern ist die früheste Anfangszeit der Maximalwert der frühesten Endzeiten der Vorgänger. Okay, also alles nicht so schwierig, relativ simpel. Jetzt addieren wir wieder unsere 4 hinzu und landen bei der 21. Jetzt haben wir hier wieder die Situation, wir haben zwei Vorgänger, nämlich die 21 und die 24. Die 21 ist der Punkt, 24 liegen wir hier. Ich nehme wieder den Maximalwert. Und den nächsten Schritt ist jetzt wieder die Dauer mit dem frühesten Anfangszeitpunkt zu addieren. Dann kommt hier entsprechend 24 plus 1 die 25 raus. So, damit wären wir jetzt einmal durch unseren kompletten Netzplan durchgerauscht. Und das Ganze nennen wir die sogenannte Vorwärtsrechnung. Das heißt, ich gehe von Anfang bis Ende. Das ist die richtige Richtung, das ist vorwärts. Und am Ende kommt bei der Vorwärtsrechnung die Projektdauer raus. Ja, mein gesamtes Projekt dauert exakt 25 Tage. Wir haben ja in Tagen gerechnet in unserem Beispiel. So, und diese Projektdauer können wir oben am Gantt-Diagramm natürlich auch sehen. Das ist eben von Anfang bis Ende, also relativ simpel. Ja, und wenn es eine Vorwärtsrechnung gibt, gibt es auch eine Rückwärtsrechnung. Und genau die schauen wir uns jetzt an und ermitteln mal oder gucken uns an, was wir mit der Rückwärtsrechnung alles ermitteln können. Wir sehen ja in unserem Diagramm, da sind ja noch einige Punkte frei. Und schauen wir mal, was wir mit der Rückwärtsberechnung herausfinden. Ich beginne mit der spätesten Endzeit, die mir mein Projekt hier rauspurzelt. Und das ist erstmal genau das gleiche wie die Gesamtprojektdauer. Warum?
Weil ja, wir wollen ja die Länge des Projektes ja nicht verschieben. Das heißt, der Endzeitpunkt des Projektes muss natürlich gleich bleiben. Und insofern ist das auch automatisch der späteste Endzeitpunkt des letzten Knotens. So, und jetzt haben wir sozusagen einen rechten Startpunkt. Wir wollen ja rückwärts rechnen. Also können wir auch von der Vorstellung her unser Gantt-Diagramm einfach andersrum anschlagen lassen. Ja, das ist jetzt hier erstmal falsch. Also das Gantt-Diagramm ändert sich nicht. Nur für die Vorstellung der Rückwärtsrechnung ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass man jetzt mal im Gantt-Diagramm das umdreht, um zu sehen, was machen wir hier eigentlich. So, also wir haben jetzt hier unseren spätesten Endzeitpunkt unten formuliert und gehen jetzt von rechts nach links. Das heißt, als nächstes gucken wir uns den spätesten Anfangszeitpunkt des Rollout-Knotens an. Und das ist natürlich nichts anderes wie die 25 minus die 1. Also wie lange braucht der Rollout? Einen Tag. Das heißt, ich muss, wenn ich spätestens in 25 Tagen oder am 25. Tag fertig sein muss, muss ich spätestens am 24. Tag hier mein Rollout beginnen. Das heißt, die Rechnung geht, dass ich die spätesten Anfangszeitpunkt berechne durch spätester Endzeitpunkt minus Dauer. Ich gehe jetzt einfach rückwärts. Jetzt haben wir die nächsten beiden. Hier haben wir jetzt wieder genau das Gleiche. Das können wir ganz schön oben am Gantt-Diagramm auch sehen, an diesem sozusagen von falsch aufgezogenen Gantt-Diagramm, dass der Aufbau Server und der Aufbau oder der Abschluss des Tests von hinten gesehen jetzt genau der gleiche Zeitpunkt sein muss wie der späteste Anfangszeitpunkt vom Rollout. Das wären hier diese 24. Und grundsätzlich gilt, wenn ich nur einen Nachfolger habe, also Nachfolger habe ich jetzt hier in Anführungsstrichen gesetzt, weil wir jetzt eigentlich von hinten uns das anschauen, aber der Nachfolger von Test ist und bleibt der Rollout und von Aufbauserver ist auch der Nachfolger der Rollout. Ja, nicht, dass wir da durcheinander kommen. So, wenn ich nur einen einzigen Nachfolger habe, und das gilt sowohl für Aufbauserver als auch für Test, dann ist der späteste Endzeitpunkt logischerweise der späteste Anfangszeitpunkt des Nachfolgers. Und auch das können wir oben im Gantt-Diagramm sehen, dass wir hier beim Aufbauserver den Endzeitpunkt natürlich als gleichen Punkt, Anfangszeitpunkt wie den Rollout haben. Gleiches gilt für den Test. So, jetzt haben wir hier den Test und den Aufbauserver wieder den spätesten Anfangszeitpunkt. Und hier ziehen wir einfach wieder die Zeitdauer von dem spätesten Endzeitpunkt ab. Das wären oben 24 minus 2 ist 22 und unten beim Test 24 minus 4 ist 20. Und die 20 übernehmen wir jetzt natürlich wieder, weil wir haben ja für den Backend-Software und Testdaten hier nur einen Nachfolger. Die anderen Zahlen übernehmen wir jetzt einfach mal, weil das kriegt jeder, glaube ich, jetzt ganz alleine hin, die Werte einfach zu übertragen und die Dauer von dem spätesten Endzeitpunkt einfach abzuziehen. Jetzt wird es aber nochmal spannend. Und zwar beim Design haben wir jetzt hier nicht mehr einen Nachfolger, sondern mehrere. Und zwar die B, Bestellungsserver, D, Datenbank und F, Testcases. Und die Frage ist jetzt, welchen von diesen vier spätesten Anfangszeitpunkten nehme ich jetzt? Ich habe die 4, ich habe die 7 und ich habe die 11. Und wenn wir jetzt wieder oben in unser falsch aufgezogenes Gantt-Diagramm reingucken, sehen wir, dass wir den Endzeitpunkt von Design auf jeden Fall dann fertig haben müssen, wenn der Server-Bestellungsvorgang seinen spätesten Anfangszeitpunkt hat. Also ich darf den Design jetzt nicht weiter nach rechts schieben bis zur Datenbank, weil sonst habe ich ja eine Überschneidung mit Bestellungsserver. Also muss ich an der Stelle jetzt den kleinsten Wert nehmen von meinen dreien und das wäre die 4 von Bestellungsserver. Und
Die Rechenregel wäre jetzt, bei mehreren Nachfolgern ist der späteste Endzeitpunkt einfach der minimale Wert aller Nachfolger, und zwar von spätester Anfangszeitpunkt. So wie wir es hier eben gesehen haben, die 4, das war der kleinste Wert von allen spätesten Anfangszeiten der Nachfolger, und genau den übertragen wir jetzt. Und ja, am Ende muss jetzt hier natürlich wieder die 0 stehen. Also wenn wir jetzt von diesem spätesten Endzeitpunkt Design die Dauer 4 abziehen, landen wir wieder bei 0. Und das ist wieder so eine kleine Rechenkontrolle, ob wir uns nicht irgendwo verhauen haben. Es muss hier die 0 rauskommen, weil wir ja nur die, ich sag mal, flexiblen Pufferzeiten berechnet haben oder die möglichen Verschiebungen, ohne dass sich der Endzeitpunkt verschiebt. Und dementsprechend muss zwingend hier die 0 rauskommen. So, ja, jetzt haben wir eigentlich alle Zeiten festgelegt und jetzt muss es irgendwie weitergehen. Das nächste, was wir jetzt ermitteln können, sind diese fehlenden Felder, die wir jetzt in unseren Kästchen noch haben, und das sind die Puffer. Also wir haben jetzt sozusagen erstmal aus der Zeitterminierungs Sichtweise unsere einzelnen Schritte angeguckt, einmal von vorne, einmal von hinten. Und jetzt wollen wir gucken, inwieweit wir Flexibilität haben, unsere einzelnen Arbeitsschritte irgendwie nach links oder nach rechts zu verschieben. Und das sieht man hier recht schön an dem Schritt G, Testdaten erstellen. Ich habe den jetzt hier oben mal rot eingefärbt. Diesen Schritt, den kann ich hin und her schieben. Ich habe hier Luft. Ich kann nach rechts und nach links gehen, je nachdem. Und das nennen wir den freien Puffer. Der freie Puffer ist ja der, der den Folgeknoten nicht beeinflusst, ja, des Nachfolgers. Und dementsprechend ist es einfach genau der Abstand zu meinem Folgeknoten. Das ist der freie Puffer, FP. Jetzt haben wir aber gelernt, es gibt noch den Gesamtpuffer. Und das sieht man am besten, wenn wir jetzt unseren Schritt G-Testdaten nochmal schieben. Und der schiebt jetzt den nächsten auch noch weiter, weil das kann er ja, weil der nächste hat ja auch noch einen freien Puffer. Und das ist dann der Gesamtpuffer. Der Gesamtpuffer ist das maximal mögliche Schieben. Also wie weit kann ich schieben, ohne das Ende meines Gesamtprojektes zu verändern? Das ist der Gesamtpuffer, ja, der sozusagen den Gesamtzeitraum im Auge behält. GP, Gesamtpuffer. Dann berechnen wir uns einfach unsere Puffer. Ich beginne mit dem freien Puffer. Ich gehe einigermaßen systematisch vor. Das heißt, ich bin an der linken Stelle. Man kann theoretisch überall beginnen, aber wie gesagt, systematisch ist immer besser. So, wir müssen uns jetzt im Klaren sein. Der freie Puffer heißt, wie weit kann ich jetzt meinen Schritt, den Designschritt jetzt nach rechts verschieben, ohne dass jetzt ein Nachfolger beeinträchtigt ist. Ja, also das heißt, diese frühesten Anfangszeitpunkte bilden jetzt die logische Grenze für das Verschieben meines Designs. Und wenn wir das jetzt in unserem Gantt-Diagramm mal ansehen, sehen wir ja eigentlich gar nicht, weil sobald ich anfange, das Design zu verschieben, bin ich sofort bei den Nachfolgern. Hier ist ja logischerweise nach dem ersten einzelnen Schritt kein Puffer vorhanden. So, also ich muss jetzt hier in irgendeiner Form auf die 0 kommen, und das schaffe ich, indem ich den Nachfolger FAZ minus den FEZ nehme. Also den frühesten Anfangszeitpunkt der Nachfolger minus den frühesten Endzeitpunkt des Vorgängers. Das ist jetzt mein freier Puffer. Und wenn ich mehrere habe, dann muss ich den minimalen nehmen von allen Nachfolgern. Und das können wir uns ganz oben ganz, ganz gut anschauen. Wenn wir jetzt hier beispielsweise die unteren beiden Folgeprozesse, Datenbank und Test Cases später anfangen würden, dann müssen wir immer noch mit dem allerersten, mit dem drüberliegenden rechnen, weil wenn ich jetzt meinen Designschritt nach rechts verschieben würde, würde ich dann Überschneidungen haben mit Bestellungsservern. Das darf natürlich nicht sein. Ja. Also wir müssen den minimalen Nachfolger nehmen, und zwar hier den minimalen Wert des frühesten Anfangszeitpunktes der Nachfolger.
Und das gilt jetzt für alle anderen auch. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Folgeschritte und hier ist es relativ klar, dass ich hier wieder auf die 0 kommen muss, weil ich habe ja hier ich habe keine Wartezeiten zwischen meinen einzelnen Schritten. Jetzt sind wir hier beim Aufbauserver. Beim Aufbauserver sehen wir auch, okay, ich habe hier rechts beim Rollout die 24. Beim Aufbauserver habe ich auch die 24. 24 minus 24 gibt die 0. Bei der Backend-Software habe ich auch wieder die gleiche Situation. Ich habe nur einen Nachfolger. Minimum Nachfolger ist 17 minus die früheste Endzeit von Backend wäre auch 17, wäre wieder die 0. Bei den Testdaten kommt jetzt plötzlich nicht mehr die 0 raus. Warum? Weil ich hier die 17 habe. Das heißt, mit dem Schritt 17 oder mit dem frühesten Anfangszeitpunkt 17 habe ich noch einen gewissen Puffer, bis auf den ich meinen Testdaten, meinen Vorgängerschritt hier verschieben kann. Und da kommt dann die 4 raus. Wir sehen das hier oben. Das sind genau diese 4, die ich meinen Test Datenschritt nach rechts verschieben kann, ohne dass sich der Test als solches verschiebt. Ja? Also 17 minus 13 ergibt die 4. Und hier beim letzten Schritt habe ich jetzt meine 24. Das heißt, ich habe hier 24 minus 21 ergibt 3. Und da sehen wir oben wieder der Test, den kann ich um 3 Schritte oder um 3 Tage nach rechts verschieben und dann stoße ich erst beim Rollout an. Das heißt, hier haben wir nur an 2 Stellen von unserem gesamten Diagramm den freien Puffer von ungleich 0, nämlich bei den Testdaten und dem Test. Und das sieht man relativ schön auch oben im Gantt-Diagramm. Nur bei den Testdaten und beim Test stoße ich sozusagen mit dem Ende des Vorgängers, nicht mit dem Anfang des Nachfolgers zusammen. Und beim Rollout ist wieder relativ logisch, dass ich hier an der Stelle keinen freien Puffer habe, weil ich schlichtweg keinen Nachfolger habe. Insofern sollte das logisch sein, dass ich hier an der Stelle die 0 habe. So, jetzt haben wir die freien Puffer ermittelt. Dann berechnen wir jetzt mal den Gesamtpuffer. Wir haben ja beim Gesamtpuffer gesagt, das ist der Puffer, den ich habe, ohne die Gesamtlaufdauer des Projekts zu verändern. Schauen wir uns das mal beim Fall des Designs an. Wenn wir oben im Gantt-Diagramm sehen, wenn ich den Design-Schritt nach rechts verschieben würde, müsste sich zwingend der Bestellungsserver und alle anderen, die hier dranhängen, also Datenbank und Testcases, auch nach rechts schieben. Wenn ich jetzt den Bestellungsserver nach rechts schiebe, würde sich Aufbauserver nach rechts schieben. Wenn sich Aufbauserver nach rechts verschiebt, würde sich somit auch der Rollout verschieben. Also würde ich die Anforderung eben oder würde ich der Anforderung nicht Genüge tun und dementsprechend kann ich Design nicht verschieben. Und die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt rechnerisch hin? Und wir haben zwei wichtige Werte. Wir wissen, was ist mein spätester Anfangszeitpunkt? Also wie lange darf ich warten, ohne dass sich mein Endzeitpunkt verschiebt? Und die andere Zahl ist, was ist der früheste Endzeitpunkt? Also wenn ich mit meinem allerfrühesten Termin anfange, wann werde ich dann fertig? Und wenn diese beiden Zahlen identisch sind, dann habe ich keinen Puffer. Weil wenn ich jetzt, wenn der früheste Endzeitpunkt gleich dem spätesten Endzeitpunkt ist, dann gibt es hier überhaupt keine Bewegungsmasse mehr. Also wir merken uns, der Gesamtpuffer ist der späteste Endzeitpunkt minus der früheste Endzeitpunkt. So, und das Ganze können wir jetzt eben auch für die anderen Fälle machen. Und der Test Cases Fall, also F unten, ist hier mit Sicherheit noch ein bisschen spannender wie der Design Fall. Hier rechne ich jetzt auch wieder. Späteste Endzeit minus früheste Endzeit ergibt die 7. Ja, 15 minus 8 ergibt 7. So, das heißt, ich habe jetzt hier tatsächlich einen Gesamtpuffer ungleich 0. Und das ist das, was wir oben auch sehen können. Wenn ich jetzt die Testcases verschiebe, verschiebe ich damit die Testdaten bis zum Test. Aber jetzt kann
dieses ganze Konstrukt auch noch den Test nach rechts schieben und würde dann eben erst am Rollout hängen bleiben. So, jetzt kann ich auf diesen Wert aber auch anders kommen. Und zwar, ich kann rechnen die späteste Anfangszeit minus die früheste Anfangszeit. Die müssten ja zwingend zusammenhängen, weil ich bin ja immer über die Reduktion oder die Addition um die Dauer auf die jeweiligen Gegenpartner gekommen von spätester Zeit oder frühester Zeit. Das heißt, an der Stelle haben wir jetzt ja so einen kleinen Kontrollmechanismus. Wenn ich jetzt die Rechnung über die späteste Endzeit und früheste Endzeit rechne, muss das Gleiche rauskommen, als wenn ich jetzt über die späteste Anfangs- und früheste Anfangszeit komme. Okay, gut, dann geht's weiter. Schauen wir uns mal den nächsten an. Das wären jetzt die Testdaten. Und hier rechne ich jetzt wieder 20 minus 13. Und da kommt auch wieder die 7 raus. Und auch das ist logisch, dass hier jeweils der gleiche Wert rauskommt. Weil wenn ich jetzt hier meinen Test Cases verschiebe, verschiebe ich damit die Testdaten, verschiebe ich damit den Test. Das ist aber nur dann der Fall, wenn zwischen Test Cases und Testdaten nicht noch eine Pufferlücke irgendwie drin ist. Ja? Dass ich sozusagen direkt anfange mit den Test Cases, wenn wir uns das oben anschauen, die Testdaten nach rechts zu schieben und damit den Test nach rechts zu schieben und damit am Rollout hängen zu bleiben. Bei der Datenbank können wir wieder rechnen, 7, also 20 minus 17 gibt 3 oder 10 minus 7 gibt 3 oder 7 minus 4 würde auch 3 ergeben. Also insofern in sich logisch. Gut, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir hier den Test, hier auch ganz normale Rechnung, 24 minus 21 ergibt 3, Kontrollrechnung wäre 20 minus 17 ergibt auch 3. Jetzt sehen wir hier wiederum, dass die 3 einhergeht mit der 3 aus dem Backend-Strang. Das heißt, der kleinere Puffer muss sich natürlich auf den Test auswirken und nicht der größere Puffer. Ja, insofern ist es logisch, wieder so eine kleine Kontrolle, dass hier die 3 übernommen wird und nicht die 7. Ja, die 7 wäre an der Stelle falsch. Bei Bestellungsservern, Aufbauserver haben wir vorhin eigentlich schon erkannt, muss der Puffer 0 sein, weil ich ja hier keine Schiebemöglichkeit mehr habe. Ja? Und insofern bestätigt mir das auch die Rechnung. 24 minus 24 gibt jeweils 0 oder 22 minus 22 genauso wie 4 minus 4 gibt jeweils 0. Und beim Rollout haben wir auch wiederum das Gleiche. Auch hier gibt es keinen Puffer und das ist an der Stelle natürlich wieder ganz normal, dass wenn ich den Rollout verschiebe, verschiebt sich der Rollout. Und das war ja eben genau der Punkt, den wir verhindern wollten, indem wir unsere Pufferzeiten berechnet haben. So, damit sind wir mit den Zahlen jetzt fertig. Und wenn wir uns jetzt den Zweig, den oberen Zweig von Design über Bestellungsserver, über Aufbauserver, über Rollout anschauen, sehen wir, dass wir hier überall 0 als Gesamtpuffer haben. Und das ist dann automatisch der sogenannte kritische Pfad. Also die Knoten, die auf dem kritischen Pfad liegen, die sind oder haben eine Eigenschaft, dass sobald ich einen von denen verschieben muss, verschiebt sich automatisch der Rollout. Ja, also hier gibt es keine Puffer. Und natürlich gibt es weder Gesamtpuffer noch freie Puffer. Aber am einfachsten ist es mit dem Gesamtpuffer zu sehen, weil die natürlich auch zusammenhängend sind. Und aber auch hier gilt, die freien Puffer könnte man dafür auch verwenden. Aber wie gesagt, am sichersten geht es für den Gesamtpuffer. Da vertut man sich am wenigsten. So, also nochmal, der kritische Pfad ist genau der Pfad, wo ich keine Verzögerung erdulden kann, weil sonst der Rollout sich verschiebt. Oder anders gesagt, sobald ich eine Verzögerung einen der Vorgangsknoten des kritischen Pfades habe, wird sich der Rollout verschieben. Ja, und damit sind wir jetzt im Prinzip auch durch. Das war eigentlich alles, was im Sinne der Prüfung wichtig für den Netzplan ist. Es sind relativ viele Begriffe und Zeichen und so weiter, aber wenn man das einmal Schritt für Schritt durchexerziert, ist es eigentlich relativ einfach. Die paar Rechnungen sollte man sich natürlich merken. Man kann sie aber auch sich relativ schön im Gantt-Diagramm, wenn man es kurz skizziert, eben auch herleiten.
Wichtig ist, dass man versteht, was die frühesten End-, frühesten Anfangs-, spätesten End-, spätesten Anfangszeiten sind und dass vor allem der freie Puffer keine Auswirkung auf den Folgevorgang hat und der Gesamtpuffer hat keine Auswirkung auf den Gesamtprozess, sprich auf den Rollout. Und wenn man das einigermaßen drauf hat, dann ist es alles nicht mehr so schlimm. Gut, so viel jetzt dazu. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch mehr von diesen nicht technischen Videos hochladen werde, aber wie gesagt, gerade dieses Thema war mir wichtig, weil die IHK das durchaus öfter mal wissen will. Und ja, insofern wie immer dranbleiben und bis zum nächsten Video.